Es ist heute... Hallo! In 3 Tagen geht es für uns weiter und dann fliegen wir ab Bangkok rüber nach Myanmar. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir nach Bangkok zurückkommen. Und da kann man mit dem Bus fahren von hier aus, das sind dann 6-7 Stunden. Und dann muss man in Bangkok nochmal mit dem Taxi dann zum Flughafen. Und das wird ein ganz langer Tag. Und deshalb haben wir jetzt beschlossen, dass wir einfach ein Taxi nehmen, was von hier bis dorthin fährt. Und haben wir gerade mit jemandem telefoniert, einem Taxifahrer, den die Familie Nebel hier hatte. Und der hat jetzt aber mal ganz schleunigst 600 Baht mehr verlangt, als er noch letzte Woche für die Strecke haben wollte. Ja, und dann sind wir erstmal überlegen, was wir machen, wie wir es machen. Und werden nachher wahrscheinlich noch 1-2 andere Taxifahrer mal ansprechen, in der Hoffnung, dass es auch noch günstiger wird. Guten Morgen, wir machen heute einen Ausflug. Wohin? Wer ist das? Ich weiß nicht, wie das heißt. An die schmalste Stelle Thailands, da wo man von so einem Aussichtspunkt Myanmar sehen kann. Genau, da soll irgendwie 12 Kilometer oder so soll Thailand an der Stelle nur breit sein. Und da kann man irgendwo einen Berg hochklettern, wo auch Affen sein sollen. Mal gucken. Wir müssen eine Flasche kaputt schneiden, hier, weil dieser kleine Behälter, der bei unserem Stabmixer dabei war, da passt nichts rein, das sind 500 Milliliter und meistens kommt da jetzt nochmal so viel Gefrorenbananen rein und da würde nichts reinpassen. Und bevor wir uns einen großen Behälter kaufen und nicht mehr minimalistisch reisen, do it yourself. Umrechner, 81, 2,20 €. Ach, oh, Ander, 2,20 €. Also wir sind jetzt gerade für 2,20 €, haben wir uns Tickets gekauft. Aber es ist nicht pro Person, sondern das ist für 9 Leute, für alle, die hier stehen. Wir sind gerade 400 Stufen hier hochgewandert zu diesem Tempel. Du bist auch aus der Puste, was? Voll aus der Puste. Und da wollte sein Affe mir gerade noch die Wasserflasche klauen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn man so macht, dann gehen die einen Schritt zurück. Da hinten, da wo die Berge sind, da ist Myanmar. Hier, jetzt hat er die Wasserflasche, jetzt hat er sie. Nein, sag mal! Sag mal! Oh, oh, Stefan, hör auf, der, wenn der dich gleich anspringt, ne? Nee. Stefan, lass das! Oh. Stefan, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hast du ihm die gegeben? Oh nein! Die Flasche ist weg. Alter, war ziemlich... Ich hab keine Lust auf einen Affenbiss. Und er war ziemlich aggressiv. Maria hat gerade auch eine angesprungen. Heute. Und... Nee, das muss nicht sein. Ja, da haben wir lieber die Flasche jetzt. Also wir haben heute ungefähr 32 Grad, aber gefühlt laut der Wetter-App sind es bei 41, 42 Grad. Und wir sind jetzt gerade hier in der brütenden Hitze. Ich fühle es noch heißer, ehrlich gesagt. Ich auch. Was ist der Grund für diese Menschentraube? Wir haben gerade eine App entdeckt, wo man sich alt machen kann. Also du kannst quasi wählen, du machst ein Bild und dann kannst du wählen. Ich möchte in dieses Bild, ich möchte einmal aussehen, wie würde ich aussehen als Mann, wie würde ich aussehen, wenn ich alt bin und wie sehe ich aus, wenn ich ein breites Grinsen hätte. Das ist total cool und so richtig, also richtig gut sieht das aus. Zeig dir mal ein Bild. So würdest du aussehen mit einem breiten Lächeln. Und Achtung, so siehst du aus als alter Mann. Das ist Stefanie.
Wir warten jetzt auf den Bus. Unser Tag neigt sich dem Ende zu. Wir sind jetzt 4 Kilometer durch die Stadt gelaufen. Wir sind alle ziemlich erschöpft. Genau, wir waren beim Monkey Temple und danach waren wir beim richtig schönen Italiener Essen. Es war richtig, richtig lecker, mal was anderes zu essen, außer immer nur Reis und Gemüse in verschiedenen Schärfegraden. Das war richtig lecker. Guck mich nicht so an, es war lecker. Wir haben letzte Woche in Hua Hin haben wir von Marlon ein Spiel dagelassen bekommen. Ich kann das da reinhalten, dass man das sieht. Was wir total gerne spielen jetzt, unser neues Lieblingsspiel. Das heißt Kakerlaken-Poker. Ich kann das auch nochmal unten verlinken. Es geht darum, es ist ein Kartenspiel, deshalb ist es relativ klein, kann man gut mitnehmen. Und man muss sich gegenseitig anlügen. Und den Kindern macht das einen Mordsgaudi. Uns auch übrigens. Und Julian hat jetzt wie oft schon verloren? Dreimal. Zweimal. Drei. Echt? Ja. Spinne. Eine Spinne? Falsch. Haha, eine Ratte. Es war ja neulich die Frage, wie wir unsere Wäsche waschen in dem Facebook-Livestream. Mit einer Waschmaschine natürlich. Wir sind ja nicht auf dem Mond, sondern in Thailand. Hier gibt es natürlich Waschmaschinen. Hier die Kinder aufsammeln. Die schwirren hier irgendwo rum auf dem Grundstück. Ah ja, da sind sie alle bei Thomas. Hier sitzen sie alle. Aufpassen. Warum? Weil er bestimmt ganz doll sein Essen, der knurrt. Ja, guck mal, hier ist Thomas und er sitzt hier mit den ganzen Kindern. Hier haben wir alle. Was gibt's? Was erzählt ihr euch? Hunde. Über Hunde. Über Hunde, ne? Über die vier. Na Mensch. Morgen früh um 7 fahren wir mit dem Taxi nach Bangkok zum Flughafen. Und wir sind gerade dabei, nochmal die Koffer zu packen. Die Kinder schlafen schon. Ja, da geht's immer wieder los. Das ist dann das, wo viele sich zu Hause drauf freuen. Yeah, Koffer packen, es geht in Urlaub, ist bei uns so. Oh nee, schon wieder weiterreisen, schon wieder Koffer packen. Wir haben zwar nicht viel, das ist echt sehr, sehr wenig. Sind wir gerade verschlafen. Um 7 kommt das Taxi, jetzt ist 7:10. Jetzt kriege ich noch Ärger, weil ich die Kamera in die Hand nehme, statt irgendwie mich zu kümmern. Aber ich glaube nicht, dass der Taxifahrer wirklich pünktlich um 7 Uhr hier aufläuft. Wir sind ja immerhin hier in Thailand. Wir schauen mal. What's your language? Keine Ahnung, was du gesagt hast. How old are you? Keine Ahnung, was du gesagt hast. How often do you want me to kitzel dich? Keine Ahnung, was du gesagt hast. Why do you laugh? Warum lachst du? Warum ich lache? Yeah. Ich lache gar nicht. If I want you to lachen, then I make you lachen. Sag's nochmal. So schön. Nein? Das ist kein Outtake. Wir haben jetzt gerade 81 Watt bezahlt, um mit 9 Leuten zu reisen. Großartiger Preis. Das sind, Mathe Julie? Das sind fast 3 Euro. 2 Euro. 2,80 Euro oder so. Fast 3 Euro.
Wieso 100 Baht? Mehr als 3 Euro. Das nein, 100 Baht sind 2,50. Nein, 35 100, Baht. 100 Baht sind 2,50 Euro, dann kann noch nicht. 100 Baht sind 2,50 Euro. 100 Baht sind 2,70 Euro. Dann sind 80 Baht wohl 20% weniger, was dann wiederum 2,15 Euro ungefähr sind. Ja. Okay, das war's. Ich sag jetzt nichts mehr.